Hallo meine Lieben, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Ember und mir grüßt uns das kleine Fohlen schon. Ich habe schon ein kleines bisschen weitergespielt, um die Ziele zu vervollständigen, dass wir einmal hier trainieren und einmal hier die Storyrennen machen. Da dachte ich, das können wir doch schon mal direkt abholen. Ich weiß, dass dieses Training teuer ist, aber genau deshalb gewinnst du diese Rennen. Unsere Pferde werden Champions sein. Alles klar. Und außerdem haben wir das. So, alle sind trainiert, Francis. Gut, wir müssen Richard um jeden Preis besiegen. Beruhig dich, Kumpel. Dir wird noch eine Ader platzen. Es läuft prima. Ja, der hat eine richtige Hasskappe, ne? Jetzt müssen wir wieder gegen den antreten. Herzlichen Glückwunsch auch. Genau, hier muss ich eigentlich noch auf Agilität verbessern, also die Agilität verbessern, aber mir fehlt hier das Item. Ich gucke zwischendurch immer schon mal auf den Markt. Zufälligerweise haben wir hier gerade genau das, was wir brauchten. Ja, das würde ich sagen, machen wir auch bei ihm. Perfekt. Haben wir das schon mal soweit? Fehlt immer noch ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Wir gucken mal eben, was die Fohlen denn machen. Ich weiß gerade gar nicht, warum wir das hier haben. Wisst ihr noch, warum wir das hier haben? hatten wir irgendwie keinen Platz oder so? Kann das sein? Doch, Platz hatten wir. Habe ich schon wieder so viele Pferde drin stehen, dass ich gar keine Ahnung habe, was ich denn hier alles schon wieder vorhatte. Tja, ich habe gar keine Ahnung mehr, warum ich die einfach in der Box gelassen habe. Wahrscheinlich, weil es 2 Stuten sind und ich mich für irgendwas entscheiden wollte. Ich glaube, die war gar nicht mal so gut, aber ich überspringe die jetzt zur Stute. Weil sie einfach wunderschön ist. Ja. Ja. Wer war hier der Vater? Das war bestimmt meiner, ne? Ah ne, das war gar nicht der Vater. Oh, das ist natürlich cool. Das heißt, wir können die mal verpaaren, würde ich sagen. Und was war mit dir? Das ist ein Hengst. Ei, okay. Da steht schon wieder ein Hengst rum. Das ist auch eine Stute. Die hat auch Roan. Aber warte mal, ich glaube, das ist die Mama, ne? Bei meinem. Ach, das müsste ich natürlich hier gucken. Ja. Nee. Gott, bin ich heute verwirrt. Das hier ist die Mutter. Das heißt, wir könnten die beiden ja auch mal verpaaren. Okay, ich glaube, den Hengst werde ich hier verkaufen, auch wenn ich vielleicht in der letzten Folge noch was anderes gesagt habe. Den verkaufen wir mal und dann habe ich nämlich wieder Platz. Zum einen die See hier noch groß zu machen. Auch voll schön. Hier jetzt der schwarzen Lippenstift dran. So süß, ne? Ja, cool. Okay. Bevor wir jetzt dann weitermachen, werde ich erstmal meinen Hengst mit den Stütchen verpaaren. Und wir gucken. Hier, das ist die Mama. Habe ich doch noch. Die habe ich doch noch. Okay, wir nehmen erstmal diese Anpaarung. So. Dann machen wir diese Anpaarung, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht doch die Tochter ist. Ja, wir machen das trotzdem. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht. Ich habe ja eben eigentlich nachgeguckt. Und dann haben wir noch eine Box frei.
Und da schmeißen wir rein, sie hier und unseren Hengst ebenfalls. Und los geht's. Gut. Was war eigentlich hiermit? Das war auch immer noch ein Hengst, der ist immer noch da. Ach du heiliger Bimbam, also irgendwie muss ich mir das mal hier sortieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Das finde ich irgendwie raus. Ach hier. Ja, schau. Schau mal in der Guck. Nach da, nach da. Ich habe die Hengste ganz gerne mal vorne stehen, damit ich einen Überblick habe. So. Okay. So sollte es gehen. Habe ich hier noch ein paar. Das könnte uns ganz hilfreich sein. Für, wenn wir jetzt gegen diesen Blödmann antreten müssen. So. Okay, haben wir's? Ich glaube, wir haben es. Und jetzt müssen wir hier uns gegen ihn schon wieder duellieren. Das kann wieder nur gut werden, ne? Das kann wieder nur gut werden. Gucken, wie viele Anläufe ich diesmal brauche. Guck mal, wo mein Pferd ist. Irgendwo hier. Aber ich kann halt nicht weiter hochtrainieren. Das ist halt schon Maximum. Gott, das wird wieder eine Katastrophe. Ja, die Top... Nee, nicht mal. Wir nehmen keine Top 3. Wir machen das so. Please help, ne? Das sind halt aber auch immer so lange Strecken teilweise, ne? Wir müssen wenigstens Dritter werden, ne? Das könnten wir eventuell sogar schaffen. Los mit denen. Hey, das war die ganze Zeit so gut und dann sind die alle noch von ganz hinten nach ganz vorne durch, ne? Wie soll ich das dann schaffen, Leute? Wie soll ich das dann schaffen? Kann ich schon ein höheres Level züchten eigentlich? Dass ich das damit schaffen könnte? Geht das? Ich weiß gar nicht, wie hoch ich züchten kann. Aber das ist natürlich die Frage des Jahrhunderts auch, ne? Das sind ja jetzt alles Level 4. 4, 4, 4. Wenn ich jetzt ein Level 5 Fohlen züchten könnte. Okay, wir werden das nochmal machen. Und dann mal gucken. Wenn ich das nicht hinkriege, dann muss ich es wohl. Dann muss ich es wohl züchten und nochmal hochkriegen. Und ja, aber eigentlich war es ja schon fast so weit, dass ich es geschafft habe. Na gut, ich habe jetzt verschiedene Taktiken ausprobiert. Es funktioniert nicht. Ich komme einfach nicht nach vorne, weil mein Pferd einfach zu schlecht ist. Und das heißt, wir müssen ein höheres Level züchten, am besten, damit ich das ausleveln kann und damit wir damit weitermachen können. Oh. Oh, es ist schön. C, C, D, C, D. Ist das eventuell sogar schon besser als der Papa? Kann ich jetzt auch nicht sehen, ne? Okay, ich würde erstmal sagen, wir versorgen das. Money Galaxy hört sich gut an.
Ich hätte auch mal eben aufpassen sollen bei Obala, bei den, als sie gezüchtet haben, steht das auch immer da, wie hoch die kommen können. Auch ein Vierer. C-A-D-C-A-D. Wird. nochmal bitte. C-A-D-C-D. Okay, das ist besser noch als das andere Fohlen, glaube ich. Versorgen wir auch. Smoky. Smoky Spoon. Und hier. Uff. Leute, mein Herz. Mein Herz. Aber nur ein D. Alles D ist, aber das sieht ja Wahnsinn aus, oder? Aber ich weiß, dass die anderen beiden besser sind. Also machen wir hier schon mal das ganz schnell weg. Gut, wenn wir jetzt Pferde züchten, dann können wir doch einsehen, dass hier, okay. Muss ich hier ein besseres Pferd haben, damit es. Ah, okay. Ist auch irgendwie logisch, ne? Wenn ich ihn nehme, aber das hätte trotzdem eine 5%ige Chance, da was Besseres rauszubekommen. Aber er ist halt auch ganz gut. Okay, warte mal. Wir werden das jetzt einfach. Sie ist halt auch nicht schlecht. Aber sie ist halt zu schlecht. Für ihn zumindest. Achso, sie ist ja noch bei den Fohlen. Sie auch. Das ist auch nur ein Vierer. Also ich muss eigentlich eine Viererstute. Also eine von den beiden mit einem Fünfer verpaaren, damit ich eventuell einen Fünfer rausbekomme. Und jetzt habe ich nur Hengstfohlen bekommen. Oh nein, Alter. Okay. Ich muss noch mal kurz schauen. Kann ich hier noch mal irgendwie einsehen, was es hat? Hier. Ja, das ist doof. 48, 48, 48, 42, 47. Okay. Achtundvierzig, 48, 50. Okay, er war ein bisschen besser. Das heißt, wir werden ihn behalten. Ja, wir kaufen noch eine Box, weil wir haben das Money. Ich kann noch keine verkaufen. Okay, dann werden wir einfach mal ein paar verkaufen. Die werde ich noch behalten. Die werde ich mal verkaufen. Wenn sie echt süß ist. Sie ist halt diese, hat dieses Special Dingsy. Sie kann ich verkaufen. Diese traurige Musik dazu, ne? Princess Amber ist auch leider eine Dreier, aber eigentlich fand ich die ganz nice. Deshalb, wird die behalten. Er wird groß gemacht. So. Süß. Und das andere Baby wird verkauft, auch wenn es super süß ist, ne? Super süß. So. Und dann machen wir jetzt Fünferfohlen-Dinge, hoffentlich. Ach, das ist auch ein Hengst. Fünfer. Ein bisschen schlechter, aber das gefällt mir ganz gut. Da wird da was eventuell Helles rauskommen, vielleicht aber auch nicht. Wir nehmen mal die beiden hier. Dann sie und er. Gehen wir auch rein. Und für sie vielleicht noch ein Zweier. Hier sowas. In der Hoffnung, dass auch ein Zweier rauskommt, die irgendwie die Werte so ein bisschen übernimmt. Schön. Okay. Achso, nee, wir müssen ja trotzdem weiter züchten. Habe ich vergessen. Für den Erfolg. Damit wir überhaupt weitermachen können. Ach, das ist so mies. Oh. Oh, ein Stutfohlen, das ist so süß. Ach, Herr Jemine.
Das ist so eine süße Maus. B, A plus, B, D, C. Könnte es sein, dass es sogar besser ist als die Mama? Ladyland finde ich gut. Sie ist ja irgendwie nicht mal schwarz, sie ist irgendwie grau. Ach, so ein Pferd wäre ja ein Traum, ne? Gefällt mir sehr, sehr gut. Die brauchen noch ein bisschen Zeit. Dann gucken wir nochmal auf den Markt, ob wir hier irgendwas kaufen können, was wir brauchen. Nee. Dann warten wir jetzt einfach noch ein paar Minütchen, bis ich die Tierchen abholen kann. Okay, cool. Ich habe ein bisschen Rennen gemacht und jetzt können wir ein bisschen die Fohlen abholen. Ah, das ist so eine Standardfarbe, ne? Aber das Schwarz mag ich total gerne. Es ist eine 5er Stutfohlen, das ist schon mal gut. Auch wenn es jetzt nicht total die Granate ist, hier mit den Werten, aber die brauchen wir halt. Die Stute, meine ich. Oder wir verkaufen hier den Hengst. Ja, wir verkaufen den. So, mein Spiel hatte sich kurzzeitig einfach gedacht, oh, ich hänge mich mal auf. Wir überspringen sie mal eben zur Stute, damit wir sie dann gleich eventuell schon mal trainieren können. Süß. Sie ist so schön. Mag das total. Eigentlich müsste sie noch ein blaues Auge haben, ne? So, jetzt gucken wir uns mal das andere Baby an. Eine 4er Stutfohlen. Cool, aber nein. Wir können ja nicht alles behalten, was wunderschön ist. Mann. Geht nicht. Ja, sehr, sehr cool. Okay, oh, jetzt haben wir aber richtig proppevollen Stall schon. Eine 5er Stute. Hier noch das Mädchen mit dem 2er. Ich glaube, ich muss die mal sortieren. Auch ein bisschen Hengst vorne. Dann aufsteigend vom Level her. Das ist, glaube ich, einfacher für mich dann zu sortieren. Jetzt müssen wir aber immer noch ihn hier besiegen. Was machen wir? Wir machen Folgendes. Ich werde das in dieser Runde, in dieser Folge auf jeden Fall nicht schaffen. Also ich schneide das zusammen, aber ich werde das gerne zusammenhängend. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Stuten decken. Muss ich mal eben nur schauen, wen. Habe hier gesehen, dass Ladyland übrigens doch schlechter ist als die Mutter. Das heißt, sie wird auch wahrscheinlich verkauft. Ich packe sie nochmal rein mit ihm hier auf jeden Fall. Das war ganz nett. Dann haben wir hier, jetzt nur von den Werten auch ausgehen, Dreierstuten. Da ist die am besten. Gucken, ob es hier einen guten Dreierhengst gibt. Nee, überhaupt nicht. Kann man eben aktualisieren einmal. So, Dreier gibt es jetzt gar nicht mehr. Auch in Ordnung. Der hat aber viele gute Werte hier. Das machen wir einmal mit dem. Und dann haben wir hier noch eine Box frei. Da möchte ich gerne eine Viererstute reinpacken. Und zwar die hier. Und ein Vierer Hengst. Oder vielleicht auch einfach den hier mit drauf. Ja, das machen wir mal. Fantastisch. So, wir haben schon wieder eine Stute abzuholen. Ein Fohlen meine ich natürlich. Ja, das ist bei den ersten Tierchen immer so schnell, bei den Low-Leveln. Oh Gott, die Farben werden auch immer crazier und abgespaceder, ne? AACCA. Ich glaube, das ist besser als die Mutti, oder? Das sage ich die ganze Zeit, aber ich glaube, es ist so. Achso, ich wollte sie ja eh dann rausschmeißen wieder. Ja. Tut mir zwar leid, auch die Farbe war super, super schön. Aber Murky Domino. Ja, am besten finde ich, kann man die Werte mal vergleichen, wenn man in der Zucht drin ist, ne? Wenn man hier in dem Deckverfahren drin ist. Hier. Und dann hast du hier alles untereinander. Nee, sie ist trotzdem schlechter. Ich habe gelogen. Ja, dann muss ich sie ja doch wieder verkaufen. Warum kann ich mir das denn nicht merken? Ich hoffe, ich bin nicht alleine so lost. Okay, dann muss ich sie doch verkaufen. Wir haben auch noch die Weide, ne?
ja auch mal ein paar Stuten oder Pferde auf die Weide packen können, anstatt die zu verkaufen. Gut, ist jetzt einfach ein bisschen zu spät. Den Hengst werde ich vielleicht noch. Den Hengst können wir auf die Weide packen. Da sind auch schon zwei Tierchen drauf. Ja. Wir züchten ohne Ende, ne? So, ich möchte immer noch gerne von dem hier ein gutes Tierchen haben. So, was sieht's denn hier? Wir haben hier A und A plus, wo sie ein D hat. Oder den hier. Ach nee, ist aber ein Vierer. Nee, wir nehmen mal den Zweier. Das kaufen wir schnell dazu. So. Und das überspringen wir auch direkt. Gucken. Nein, es ist eine Dreier geworden. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir machen das nochmal. Das gleiche, die gleiche Anpaarung nochmal. Kann nur gut werden, Leute. Bin so gespannt immer auf die Farben, ne? Oh nee, das ist schlechter auch als die Mama auf jeden Fall. Verdammte Axt. Okay, wir machen das noch einmal und dann beende ich die Folge für heute, auch wenn die ein bisschen kürzer ist. Ich muss das andere Pferd erstmal dann austrainieren, so ein bisschen im Off, damit wir damit was anfangen können. So. Auch ein Flachsen. Ist auch ein C. Und Hengstfohlen und ich glaube die gleichen Werte wie Mama. Heißt, wir können auch mit ihm nichts anfangen. Gut, wir werden die Anpaarung noch einmal durchführen, aber dann in der ersten, in der nächsten Folge uns anschauen, damit wir es ein bisschen spannend haben. So, okay. Wir haben diese drei Stuten wieder deckend. Und ja, da werden wir noch eben schnell hier was abholen. Und ja, ich hoffe, ich kriege dann in der nächsten Folge hin, diesen Trottel hier zu besiegen. Ansonsten wird es echt peinlich. Da muss ich wieder aufhören hier mit dem ganzen Spaß. Ah, wir haben das hier gekauft. Das bedeutet, wir können hier irgendwas trainieren, glaube ich. Upala, ich muss hier unten drauf gehen. Hier mussten wir noch einmal. Und hier, das mussten wir auch noch mal. Ja, schnell kaufen. Jetzt machen wir das so. Okay, und ich glaube, dann haben wir auch dieses Ziel immer noch nicht erreicht. Warum? Ach, Agilitätslevel 8. Das heißt, ja, genau, ich erinnere mich wieder, dass das schon ein Schritt weiter war als das hier oben. Ah, verdammt, das können wir gar nicht machen. Na gut, dann werden wir wohl, ja, das nächste Fohlen in der nächsten Folge treffen, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.